einer der wichtigsten Punkte beim Abnehmen. Achtet bitte, bitte, bitte darauf. Und ich hätte jetzt auch ein Video drehen können mit meinen 5 besten Ernährungstipps und 10 besten Sporttipps. Aber ich möchte ja, dass ihr langfristig glücklich seid, dass ihr langfristig euren Traumkörper behaltet. Wenn man das verstanden hat, versteht man auch automatisch, warum das Mindset beim Abnehmen so wichtig ist. Hallo zusammen, ich hoffe, dass ihr eine schöne Woche hattet und gut in das Jahr 2021 gekommen seid. Ja, wir hatten ja Silvester, ne? Und was soll ich sagen? Ich wünsche uns allen, dass das Jahr 2021 etwas entspannter wird, nicht mehr ganz so viele Herausforderungen hat. Und so eine Corona-freie Zeit wäre eigentlich auch mal wieder ganz schön, ne? Ja, also Däumchen drücken für uns alle. 2021 wird super werden. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video. Und zwar gebe ich euch heute all meine Tipps, die ich zum Thema Abnehmen habe. Ich habe mich in den letzten Tagen zu Hause hingesetzt, habe das Video strukturiert, in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, weil ich bin der Meinung, Abnehmen ist einfach so viel mehr als nur Ernährung und Sport. Das sind auch Themenbereiche, die vorkommen. Aber es ist einfach ein viel ganzheitlicheres Thema. Gerade wenn es darum geht, das Gewicht auch zu halten. Und nach diesem Video werdet ihr einen genauen Leitfaden haben, wie ihr es schafft, abzunehmen und das auch noch langfristig zu halten. Weil das wollen wir ja. Deswegen ist jetzt auch der Punkt, sich zu entscheiden, welchen Weg man gehen will. Also wenn du zu denjenigen gehören solltest, die sagen, nee, Crash-Diät, mir ist mein Körper egal, meine Gesundheit egal und mir ist es auch egal, wenn ich danach wieder das Abgenommene wieder zunehme plus ein paar Kilo obendrauf, dann wirst du wahrscheinlich von dem Video enttäuscht sein. Das ist für die Leute, die sagen, okay, ich will natürlich effektiv abnehmen und auch eine gute Kilozahl in einem bestimmten Zeitraum. Aber vor allem möchte ich das Ganze auch dauerhaft halten. Schaut euch das Video komplett an. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt immer so viel vorspulen, weil es hat ja einen Grund, selbst bei den Themen, die uns bewusst sind. Ich denke mal, dass jeder weiß, dass ein Teller Gemüse gesünder ist als eine Pizza. Das sind ja alles Sachen, die wissen wir, aber wir machen sie ja trotzdem oft nicht. Deswegen mein Ratschlag an euch, nehmt euch einen Zettel auf jeden Fall, schreibt euch das auf, diese Struktur. Und am Ende, das ist auch nochmal so ein Tipp, wenn ihr euch das strukturiert habt, nicht direkt alles integrieren wollen. Wenn wir uns nämlich selber überfordern, bewirkt das genau das Gegenteil. Wir ziehen das irgendwie 2, 3 Wochen durch, wenn überhaupt, und geben danach auf. Deswegen schau mal, dass du Step by Step diese Dinge integrierst. Aber so, dass es für dich keine Überforderung darstellt. Und die Dinge, die ich heute mit dir teile, das sind alles Sachen, da habe ich zum einen Jahre für gebraucht, um die herauszufinden, zu verinnerlichen und auch um sie umzusetzen. Also ich wäre damals dankbar gewesen, wenn ich so ein Video gehabt hätte, weil dann wäre das wahrscheinlich alles deutlich schneller gegangen. Ja, diejenigen, die meine Videos schon kennen, die wissen, dass ich mal deutlich mehr gewogen habe. Es waren so um die 14 Kilo. Auch echt Trouble hatte damals, richtig gut abzunehmen und das Ganze auch noch zu halten. Dann habe ich einen Weg gefunden. Ich verlinke euch übrigens alle weiterführenden Videos unten in der Infobox. Und immer wenn Thema ist, bei dem ich weiß, dazu habe ich schon ein sehr ausführliches Video, blende ich das hier im Video ein. Dann wisst ihr das am Ende, wie viele Videos ihr noch braucht, um halt sozusagen das Gesamtpaket zu haben, weil sonst würde dieses Video 5 Stunden dauern. Mein Ziel mit diesem Video ist, dass du zum einen dein Wunschgewicht erreichst, weg von diesem Verzichtsdenken und von diesem Diätdenken wegkommst. Dieses, oh Gott, was habe ich jetzt gegessen und habe ich jetzt zu viel gegessen und hätte ich das essen dürfen? Weil wir leben ja teilweise seit Jahren in dieser Diätspirale und Essen ist eigentlich sowas Schönes für unseren Körper und wir machen uns das selber kaputt. Deswegen ist das auch ein weiteres Ziel, was ich für dieses Video habe, weil ich das selber noch weiß, wie frustrierend das ist, wenn man irgendwie abnimmt und danach direkt wieder zunimmt. Und man zweifelt an sich selber, man fühlt sich wie so eine Verliererin oder wie ein Verlierer, wenn man jetzt ein Mann ist. Und man denkt so, boah, also mir ging das damals so, dass ich so gedacht habe, boah, Sheila, selbst das kriegst du irgendwie nicht hin, das kann doch nicht so schwer sein, alle anderen schaffen es doch auch. Wieso kriegst du das nicht hin, abzunehmen und es einfach mal zu halten? Man muss einen Lifestyle finden, den man cool findet, den man mag, an dem man einfach Spaß hat. Also das Ziel dieses Videos, nochmal kurz zusammengefasst, ist, dass du abnimmst, dass du es lange hältst, dass du deinem Körper trotzdem etwas Gutes tust, dass es ein gesunder Weg ist, abzunehmen. Ist es kein Crash-Diäten-Video. Crash-Diäten sind einfach so unfassbar schädlich für unseren Körper. Und leider ist es gerade immer zu Jahresbeginn, dass man irgendwie so denkt, oh, jetzt muss ich unbedingt abnehmen, ich muss schnell abnehmen. Und dann ist man
motiviert, isst vielleicht extrem wenig, teilweise auch gar nichts. Also ich habe schon Frauen kennengelernt, die haben sich echt tagelang runtergehungert. Macht seinen kompletten Stoffwechsel kaputt und man hält es sowieso nicht, hat seinem Körper enorm wehgetan. Und unser Körper ist einfach so das aller wertvollste, was wir haben. Ich vergleiche das auch immer gerne so. Ich erzähle euch das jetzt mal kurz. Was würdet ihr machen, wenn morgen jemand kommt und euch sagt, hier ist ein Auto und das behaltet ihr bis an euer Lebensende? Ihr bekommt nie wieder ein neues Auto. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die jetzt gerade zuschauen, mit diesem Auto umgehen würden wie mit einem Goldstück. Ihr würdet nur noch das Beste tanken, in die beste Werkstatt fahren, es reinigen. Also für dieses Auto würde man einfach alles tun, damit es so lange hält wie möglich. Und mit unserem Körper, weil wir bekommen auch nur einen Körper, wenn wir auf die Welt kommen, mit dem gehen wir teilweise so schlimm um und ich sage schon mal fast so, wir misshandeln ihn schon fast. Sehr, sehr oft mit dem, was wir essen, mit dem, wie wenig wir schlafen. Und das sind alles so Themen. Ich möchte einfach, dass ihr nach dem Ende dieses Videos, also zum einen die Punkte, die wir gerade gesagt haben, natürlich umgesetzt bekommt, aber auch den Wert eures Körpers, dass euch das einfach nochmal bewusst wird. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig und denkt immer bei allen Dingen, die ihr macht, daran, dass ihr nur einen Körper habt. Das Video ist übrigens folgendermaßen strukturiert. Ganz am Anfang bekommt ihr generelle Tipps, dann gehen wir zu dem Thema Mindset. Das ist nämlich das A und O und wird einfach so oft vergessen. Dabei entscheidet unser Geist einfach alles. Da gebe ich euch meine besten Tipps. Dann gehen wir über zu dem Thema Ernährung. Danach kommt Bewegung und Sport. Und dann gibt es noch mal einen Part, den habe ich Hürden genannt. Also es gibt immer sehr viele Situationen, wo man so ein bisschen in Schwanken geraten kann. Dazu gebe ich euch dann noch mal Tipps. Und am Ende gibt es dann noch mal, ich habe sonstige Tipps, glaube ich, genannt. Dann gibt es auch noch mal ein paar kleine Tipps. Also das ist so die Struktur des Videos. Und danach seid ihr eigentlich bestens versorgt. Bevor wir starten, möchte ich euch allerdings noch mal ein paar kleine Hinweise geben. Hinweis Nummer 1: Wenn du eine Essstörung haben solltest oder sie schon mal hattest und dich durch dieses Video getriggert fühlen könntest, bitte, bitte abschalten. Eure Gesundheit hat bei mir die oberste Priorität. Also bitte, bitte kein Risiko eingehen. Zweitens, es wird nicht den einen Weg für alle geben. Ich kann euch Inspiration geben, ich kann euch meinen Weg zeigen, aber letztendlich müsst ihr gucken, was für euch passt, was in euer Leben passt, wie euer Körper ist, wie der auf viele Dinge reagiert. Einfach so ein bisschen mehr mit dem eigenen Körper wieder zusammenarbeiten. Und was auch wichtig ist, es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt, weiß ich nicht, 65 Kilo wiegt und ganz gerne 5 Kilo abnehmen will, sich sowieso schon gesund ernährt. Da muss man natürlich in der Regel noch mal ein bisschen mehr tun, um diese 5 Kilo runterzubekommen, anstatt wenn man jetzt eine Person ist, die, ich sag jetzt mal, weiß nicht, 130 Kilo wiegt, sich sehr, sehr ungesund ernährt, sehr viel Pizza isst, Pasta isst, sich überhaupt nicht bewegt. Da reichen dann schon kleinere Veränderungen, um irgendwie 5 oder 10 Kilo abzunehmen. Was mir auch noch wichtig ist zu erwähnen, ich bin kein Arzt, kein Ernährungsberater, ich habe mir das alles selber beigebracht. Und ich möchte meine Tipps mit euch teilen, weil ich weiß, wie schlimm es ist, wenn man nicht mit sich happy ist. Und ich hatte das damals eine ganze Zeit lang, wenn man morgens aufsteht, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man nirgendwo mehr reinpasst. Und weil ich euch da einfach so, ich sag mal, spüren kann, möchte ich euch diesen Weg erleichtern. Und deswegen berichte ich einfach von meinen Erfahrungen. Und den letzten Hinweis möchte ich euch nur geben, weil ich damals eine Nachricht bekommen habe unter einem meiner Abnehmvideos. Das war von einem Mädchen, die geschrieben hat, ja, es ist ja alles mega anstrengend. Also ich kann essen, was ich will. Ich nehme nie zu. Ich brauchte irgendwie noch nie Sport zu treiben. Und sie versteht diesen ganzen Hickhack irgendwie nicht. Ich freue mich für jeden, der das kann. Und ich weiß, dass es da draußen Menschen gibt, die können essen, was sie wollen. Die können Pizza essen, die können Pasta essen, die können Schokolade essen. Die brauchen keinen Sport zu treiben und bleiben halt immer schlank. Ich gehöre nicht zu diesen Personen. Ich muss sehr auf meine Ernährung achten. Ich brauche meine Bewegung. Ich nehme sehr, sehr schnell zu. Und ich weiß, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt,
denen es auch so geht. Deswegen, wenn du zu den Frauen gehörst oder ein Mann bist, Männer können ja meistens sowieso immer ein bisschen mehr essen als wir Frauen, dann hab Verständnis dafür, dass es auch Menschen gibt, die einfach anders sind, deren Körper anders funktioniert. Und dass das kein Grund ist, irgendwie zu sagen, okay, das ist aber ein blöder, anstrengender Weg und der Weg, den ich gehe, das ist der einzig richtige. Wir sind alle unterschiedlich, für jeden funktioniert was anderes. Und ja, ich finde, wir sollten alle Verständnis füreinander haben. Starten wir mal mit den generellen Tipps. Das sind übrigens auch Tipps, die rate ich nicht nur Frauen und Männern, die abnehmen wollen, sondern die sind grundsätzlich für unsere Gesundheit sehr, sehr gut. Punkt 1, einen Hormoncheck mal durchführen zu lassen. Ich habe den damals bei der Frauenärztin gemacht. Bei mir hat sich herausgestellt, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Dann hat man nämlich grundsätzlich Probleme abzunehmen. Man wird dann eingestellt, also ich bin jetzt richtig eingestellt, habe jetzt keinerlei Probleme mehr, mein Gewicht zu halten. Aber wenn du in der Vergangenheit schon mal Probleme hattest, abzunehmen und dir nicht erklären kannst, woran das liegt, dann ist das schon mal der erste Schritt, vielleicht mal zum Arzt zu gehen und die Hormone checken zu lassen. Den nächsten Punkt kann ich auch nur jedem empfehlen, und zwar mal ein Blutbild machen zu lassen, wo auch Werte geprüft werden wie Magnesium, Zink, unterschiedliche Vitamine, Eisen. An so einem Blutbild erkennt man, ob man irgendwo einen Mangel hat, weil je nachdem, was man für einen Nährstoffmangel hat, kann das auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben und auch auf die Fettverbrennung. So einen Test muss man leider aller Gottes selbst zahlen. Also ich musste ihn selber zahlen, weil ich auch ganz normal gesetzlich versichert bin. Ich weiß nicht, wie das bei Privatversicherten ist. Genau, und das ist nochmal ein Riesenunterschied zu einem großen Blutbild. Da ist das alles nicht enthalten. Deswegen, ich habe mir gesagt, bevor ich mir wieder irgendwie was kaufe, ist das besser investiertes Geld in meinen Körper und in meine Gesundheit. Weil wenn man über längere Zeit einen bestimmten Mangel hat oder vielleicht auch, dass mehrere Nährstoffe fehlen, dann kann das auch für die Gesundheit sehr, sehr schädlich sein. Deswegen, ich lege euch allen ans Herz, im Jahre 2021 mal so ein Blutbild durchführen zu lassen. Ich habe das damals bei der Frauenärztin gemacht. Der nächste Basistipp, der auch beim Thema Abnehmen wieder eine wichtige Rolle spielen kann, ist das Einreichen einer Stuhlprobe. Und zwar nicht die normale Stuhlprobe, die man mal ab und an beim Arzt abgeben kann, die auch wieder von der Krankenkasse finanziert wird, weil die ist bei weitem nicht so ausführlich wie so eine ganz detaillierte Stuhlprobe, die man leider aller Gottes auch wieder selber zahlt, aber es ist gut investiertes Geld. Es kostet so zwischen 100 und 150 Euro. Und was man da zum Beispiel feststellen kann, ist, wenn ihr zu wenig gute Darmbakterien habt, zu viele schlechte Darmbakterien, wenn irgendwie was nicht richtig im Darm ist, weil der Darm hat eine sehr, sehr große Auswirkung darauf, ob wir abnehmen können oder nicht, ob wir Verdauungsprobleme haben, Verstopfungen, Durchfälle. Deswegen auch hier wieder, wenn ihr Probleme habt abzunehmen oder auch vorhabt abzunehmen und grundsätzlich eigentlich immer, so eine Stuhlprobe ist eine super Sache, dann wisst ihr, wie ihr aufgestellt seid, ob da unten im Darm alles okay ist. Dazu gibt es übrigens dieses Jahr auch einige Videos zum Thema Darmflora, Darmgesundheit. Das wird sehr, sehr interessant werden. Und das geht auch einher mit dem Thema Abnehmen. Also das, was ihr jetzt gerade bekommen habt, diese generellen Tipps, sind gesundheitliche Themenbereiche, die man einfach mal abklären sollte, um zu gucken, ist der eigene Körper gesund? Weil das muss ja unser Hauptziel sein, mit einem gesunden Körper abzunehmen. Der nimmt dann auch deutlich besser ab. Und ja, deswegen würde ich auf jeden Fall mal auf diese drei Tipps achten. Der nächste Basistipp, der für mich beim Thema Abnehmen ganz, 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 ganz wichtig ist, sei nicht zu streng mit dir. Wir setzen uns teilweise bei dem Thema Abnehmen so unter Druck, reden schlecht mit uns, denken schlecht mit uns, wollen es immer schnell, 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 schnell haben. Und wenn man da so ein bisschen den Druck rausnimmt, funktioniert das mit dem Abnehmen auch besser. Und das ist für mich auch die Basis und die Voraussetzung, um gesund abzunehmen. Also zum einen diese gesundheitlichen Faktoren, die wir vorhin besprochen haben, aber auch der Umgang mit sich selbst. Ich habe schon so viele Menschen kennengelernt und ich war früher auch so, ich habe mich so unter Druck gesetzt. Das hat dann auch nicht funktioniert, ne? Also ich habe so schlecht abgenommen, obwohl ich irgendwie viel trainiert habe, obwohl ich gut gegessen habe, weil ich mir einfach selber so einen Stress gemacht habe und so streng war mit mir selbst, wenn ich dann irgendwie mal
doch vielleicht nicht ganz so gesund gegessen habe und mich nicht an meinen Ernährungsplan gehalten habe, dass ich gesagt habe, boah, Sheila, das kann doch nicht sein, dass du das nicht hinbekommen hast. Also ich war so streng zu mir selber, das tut mir im Nachhinein selber so, so leid, dass ich so zu mir und meinem Körper war. Deswegen bitte, bitte sei nicht streng mit dir. Wenn mal irgendwie was nicht so gelaufen ist, dann ist das jetzt auch kein Weltuntergang. Dann sagt ihr so, okay, ganz so ideal war es jetzt nicht, aber immerhin weiß ich nicht. Habe ich nur eine Pizza gegessen und keine drei. Das sollte natürlich nicht die Regel werden, aber wenn mal irgendwie was ist, sei nicht so hart mit dir, sei lieb zu dir und ja, einfach so fürsorglich, wie mit so einer kleinen Schwester. Oder stell dir einfach mal vor, ist egal, welche Situation du hast, dass du das nicht bist, sondern irgendwie dein Kind, deine beste Freundin, deine Schwester, die du lieb hast. Mit der würdest du ja auch nicht so reden. Wenn du wüsstest, dass sie irgendwie abnehmen will und vielleicht mal was Ungesundes gegessen hat, würdest du mit der ja auch sehr liebevoll und fürsorglich reden. Und wie gesagt, mit deinem eigenen Kind wahrscheinlich erst recht. Deswegen, ich glaube, wir müssen einfach lernen, lieber und fürsorglicher mit uns selbst umzugehen. Und auch wenn es so Themen sind wie der eigene Körper und wenn man sich da drin nicht wohlfühlt, wenn man zugenommen hat, seid trotzdem so lieb es geht mit euch selber. Und vergiss bitte nie, du und dein Körper, ihr solltet ein unschlagbares Team sein und nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Der letzte Tipp, den ich dir für eine gesunde Basis zum Abnehmen mitgeben möchte, richte den Fokus nicht aufs Abnehmen. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig an. Was ich damit sagen will, richte deinen Fokus auf einen gesunden Lifestyle, der dir Spaß machen soll. Wenn wir uns zu sehr auf das Thema Abnehmen fokussieren und immer nur so denken, okay, ich tue das, um abzunehmen, dann werden wir nie Spaß an dem Weg entwickeln. Und das ist die Basis dafür. Vor allen Dingen auch die Basis dafür, dass wir es langfristig durchziehen, dass wir Spaß an dem Weg finden und dass wir einen Lifestyle finden, der uns glücklich macht. Und deswegen richte deinen Fokus, den du hast, wenn du abnehmen möchtest, eher dahin, dass du sagst, okay, ich will mir was Gutes tun, ich will einen gesunden Lifestyle haben, ich will richtig fit sein, auch noch in 10 Jahren. Das hat bei mir so viel verändert, weil sonst dreht sich dein ganzes Leben um das Thema Abnehmen. Und das ist so anstrengend und das kann die Lebensqualität so enorm einschränken. Deswegen kann ich das jedem nur empfehlen, Fokus weg vom Abnehmen. Kommen wir jetzt zu dem Bereich Mindset. Welches Mindset brauche ich, um dauerhaft und gesund abzunehmen? Hier gebe ich dir meine besten Tipps. Ich verlinke euch auch noch, wie gesagt, unten in der Infobox. Ich habe dazu einige Videos gemacht zum Thema Mindset beim Abnehmen. Dein Mindset ist das A und O. Man ist am Anfang motiviert, will schnell abnehmen und das ist dann irgendwie nach 4 Wochen wieder vergessen. Wenn du dein Mindset allerdings geändert hast, positiv verändert hast, dann wird das eine Lebenseinstellung. Und dann wirst du auch nicht mehr so schnell, ich nenne es jetzt mal, rückfällig werden, sondern du wirst es langfristig durchziehen. Zum einen hat es mir damals enorm geholfen, aufzuschreiben, warum ich abnehmen möchte. Wenn wir uns selber verstehen und unsere Beweggründe kennen, fällt es uns auch leichter, die ganzen Sachen umzusetzen. Es mag jetzt sein, dass der ein oder andere denkt, so ein Quatsch, ich schreibe das doch nicht auf, aber wenn wir etwas aufschreiben, bleibt es in unserem Kopf und vor allen Dingen, wenn wir uns das regelmäßig durchlesen bzw. täglich wieder neu aufschreiben. Also es können so Gründe sein wie: Ich will mich wieder gesund und fit fühlen. Ich will wieder in meine Klamotten passen. Was nicht so gut ist, wenn es externe Faktoren sind, wenn man irgendwie für jemand anderen abnehmen will. Es ist dein Leben, dein Körper, deswegen solltest du auch für dich abnehmen wollen. Nicht, weil dir das irgendjemand sagt. Das ist auch noch so ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Aber wenn du für dich verinnerlicht hast, warum du abnehmen willst, dann ist das schon der erste große Schritt. Deswegen mein Tipp, geh dir irgendwie einen schönen Block holen und schreib dir das abends auf. Idealerweise abends und morgens, damit sich das so richtig schön im Unterbewusstsein bei dir festsetzt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen ungesunden Weg wieder einschlägst, deutlich geringer. Was mir auch noch immer sehr hilft, und zwar in allen Lebenssituationen, nicht nur beim Thema Abnehmen, wenn ich mir aufschreibe, wie ich mich fühlen werde, wenn ich etwas erreicht habe. Beim Thema Abnehmen sind das so Sätze wie: Ich gehe wieder richtig gern shoppen, ich fahre am Sommer gerne an den See, ich fühle mich richtig wohl in meinem Körper, ich bin fit und gesund. Also Sätze so aufzuschreiben, als wären sie schon Wirklichkeit geworden. Warum man das macht, es wird jetzt vielleicht wieder so den einen oder anderen unter euch geben, die so denken, das ist aber alles irgendwie sehr esoterisch. Aber
Probiert es bitte aus und es wird funktionieren. Ich bin mir dazu 100% sicher, weil ihr euer Unterbewusstsein umprogrammiert. Und zwar, Vorgehensweise nochmal, zum einen schreibt ihr, wie gerade besprochen, auf, warum ihr abnehmen wollt und dann, wie ihr euch fühlen werdet, wenn ihr abgenommen habt, als wäre es schon Wirklichkeit. Das Ziel ist, dass ihr das im Unterbewusstsein abspeichert. Und vor allen Dingen alte Bilder, die ihr von euch habt, sozusagen eliminiert. Weil wir haben ganz oft, und das liegt sehr, sehr oft auch in der Kindheit zurück, Bilder von uns selbst. Ich bin halt jemand, der gerne Süßigkeiten isst. Ich bin halt jemand, der ein bisschen pummeliger ist. Ich bin halt jemand, der nicht gerne Sport treibt. Wir haben so viele Glaubenssätze uns selbst gegenüber, die wir irgendwann mal kreiert haben. Und da sind wir so tief drin, dass wir immer wieder dahin zurückkehren. Also wir versuchen dann abzunehmen und bei der ersten Gelegenheit verfallen wir dann wieder in unser altes Muster, weil wir dann halt sagen, ja, so sind wir halt. Also ich bin halt jemand, der kann nicht dreimal die Woche Sport treiben. Ich habe noch nie Sport gemacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr euer neues Ich für euch verinnerlicht, visualisiert. Wie werdet ihr euch da fühlen? Und stellt euch das so richtig, richtig, richtig vor. Und auch wieder am besten morgens und abends. Wenn es nicht zweimal am Tag klappt, mindestens einmal am Tag. Und schreibt es euch auf. Macht das mal über ein paar Wochen. Ihr werdet merken, dass sich da so viel im Unterbewusstsein ändert und dass ihr euch sozusagen ein neues, eigenes Ich kreiert. Da muss man sich ja auch mal im Klaren drüber sein. Das, was ihr von euch denkt, so handelt ihr ja auch. Und wenn ihr das ändern könnt, dann werden euch die anderen Dinge auch leichter fallen. Der nächste Punkt ist für diejenigen wichtig, die schon mal schlanker waren. Und zwar die, ich nenne es jetzt mal Ursachenforschung, herauszufinden, warum habe ich zugenommen. Ich würde hier auch wieder empfehlen, das Ganze aufzuschreiben und wie gerade schon mal gesagt, der Ursache auf den Grund zu gehen. Warum habe ich damals zugenommen? Waren Stresssituationen, vielleicht habe ich eine geliebte Person verloren, eine Trennung. Es ist wichtig, dass ihr herausfindet, was euch zu dem Punkt gebracht habt, wo ihr heute seid. Weil dann könnt ihr in Zukunft, wenn ihr merkt, okay, es bahnt sich wieder so ein gleiches Muster an, dann könnt ihr entgegenlenken. Deswegen ist das auch nochmal so ein Tipp, um es langfristig zu halten, das Gewicht, wenn ihr abgenommen habt. Und es hilft euch, euch und euren Körper besser kennenzulernen. Wir gehen jetzt nochmal kurz auf den vorletzten Punkt ein. Der war ja, dass wir so Bilder entwickelt haben. Ich gehe nicht gern zum Sport, ich bin halt jemand, der gerne süß isst. Was hier auch nochmal hilft, sich hinzusetzen, zu gucken, okay, welche Bilder habe ich gerade von mir, welche Glaubenssätze. Und dann in die Tiefe zu gehen und zu ergründen, wann hat das angefangen? Wann habe ich beschlossen, so zu sein? Da hilft auch der Austausch mit Familie und Freunden. Dafür braucht man aber eine gewisse Vertrauensbasis. Aber da könnt ihr mal schauen, weil wann kam bei euch zum Beispiel zum ersten Mal dieses Gefühl auf, okay, ich fühle mich irgendwie vielleicht ein bisschen pummeliger, ein bisschen dicker. Wann war das? Und wie habe ich mich da irgendwie gefühlt? Also sozusagen, wie gesagt, in die Ursachenforschung reingehen. Wann kam das? Wann kam dieses Gefühl? Warum kam das auf? Und sowas alles. Und auch wieder hier, ich würde das alles mal aufschreiben. Ich weiß, das ist alles sehr, sehr viel Arbeit. Und es kann jetzt auch sein, dass ich ein paar von euch hier an diesen Stellen schon verliere, weil ihr sagt, das ist uns einfach viel zu anstrengend. Und ich hätte jetzt auch ein Video drehen können mit meinen 5 besten Ernährungstipps und 10 besten Sporttipps. Aber ich möchte ja, dass ihr langfristig glücklich seid, dass ihr langfristig euren Traumkörper behaltet und vor allen Dingen auch in der Zukunft nicht mehr wieder in dieses alte Schema verfallt. Deswegen machen wir das so ausführlich. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Die Dinge, die ihr bei der Ursachenforschung herausfindet, da reicht es, wenn ihr euch die einmal aufschreibt. Dann habt ihr es aufgeschrieben, dann könnt ihr es irgendwie zur Seite legen, weil damit wollt ihr auch abschließen. Aber ihr habt es halt mal ergründet. Was mir damals geholfen hat, ist zu verstehen, meine Gedanken beeinflussen meine Handlungen und meine Handlungen kreieren meine Realität. Und das, was ich immer in vielen Abnehmvideos gesehen habe, die ich mir angeguckt habe, da geht es dann immer sehr viel um Verzicht. Ist davon weniger, tu weniger davon. Es ist halt immer diese Verzichtsmentalität. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man sein Mindset erstmal umgedreht hat und überzeugt ist von diesem Lebensweg, von diesem gesunden Lebensweg, da kommen wir gleich auch noch zum Thema Ernährung, da kommt auch noch ganz viel, dann
schaffen wir es auch langfristig, etwas zu finden, was uns glücklich macht, ohne dabei ständig dieses Denken zu haben, boah, kann ich das nicht machen, ich kann das nicht machen. Ne? Und man sitzt dann irgendwie da und denkt immer so, boah, Mist. Wenn man das verstanden hat, versteht man auch automatisch, warum das Mindset beim Abnehmen so wichtig ist. Ein weiterer Mindset-Tipp, stellt euch vor, was die unterschiedlichen Lebensmittel, die ihr esst, in eurem Körper machen. Insbesondere auch bei den schädlicheren Lebensmitteln wie Zucker, ungesunde Fette und sowas. Dafür ist es wichtig, dass ihr euch über euren Körper informiert. Geht euch Bücher holen, hört Podcasts, schaut euch YouTube-Videos an, die euch da weiterbringen. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr euren Körper versteht. Was bewirken welche Vitamine? Was passiert im Körper, wenn ich Zucker esse? Dazu habe ich übrigens auch ein sehr, sehr schönes Video aufgenommen. Es kommt auch wieder unten in die Infobox. Unbedingt anschauen. Ich glaube, das wird auch noch mal einiges bei euch verändern. Aber, was ich sagen wollte, versteht euren Körper. Ich stelle mir das zum Beispiel auch immer so vor, das habe ich auch in dem Video erklärt, wenn ich gute Sachen esse, Obst, Gemüse und sowas alles, dann stelle ich mir so richtig vor, wie meine Körperzellen so eine Party feiern und sich freuen, wie ich meinen Körper nähre, wie ich dem was Gutes tue. Und genau das Gleiche ist bei mir mittlerweile so tief verankert, wenn ich mal was Ungesundes esse. Dann denke ich mir so, okay, dann passiert das in deinem Körper. Und dann ist mir in dem Moment schon bewusst, was ich mir und meinem Körper für einen Schaden zufüge. Und dann macht so ungesunde Ernährung auch gar nicht mehr so viel Spaß. Wichtig ist, dass euer Körper für euch keine Blackbox ist, dass ihr die Prozesse versteht. Das kostet euch jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, aber man kann das ja auch über Hörbücher machen. Ne? Gibt es ja auch Hörbücher, Podcasts. Man kann einfach so viel lernen, wenn man im Auto sitzt, wenn man putzt. Informiert euch einfach darüber, wie das hier alles funktioniert. Ich bin mir sicher, dann werdet ihr eurem Körper sehr, sehr gerne das geben, was er braucht, weil der gehört ja zu euch. Und das ist so euer eigenes kleines Wunderwerk. Und der macht so viel für euch jeden Tag. Der atmet. Da wird so viel Blut durchgepumpt und wie oft das Herz für uns schlägt. Ne? Also dein Herz schlägt täglich so oft für dich, ohne dass du irgendetwas tust. Und wenn man das einfach alles verstanden hat, dann achtet man auch darauf, dass man seinem Körper genügend Nährstoffe gibt, dass er halt auch all seine Arbeit erledigen kann. Und es ist eigentlich so was Schönes, sich gesund zu ernähren, sich etwas Gutes zu tun. Und halt nicht diese Fastfood-Sachen zu essen, Schokolade zu essen, Kuchen zu essen, weil man einfach weiß, okay, damit tue ich meinem Körper nichts Gutes. Und deswegen schütze dein Wunderwerk und mach es aus Überzeugung. Und dafür brauchen wir auch wieder hier oben unseren Geist. Was ich mir beispielsweise auch immer sage, wenn ich zum Beispiel mal mit Freunden unterwegs bin und die essen ungesund, dann denke ich mir so, Mist, ich verzichte da jetzt drauf, sondern ich denke mir, danke, dass ich meinem Körper etwas Gesundes geben darf. Und ich denke eigentlich eher so in der Situation, mir tun deren Körper dann leid, weil die bekommen Zucker, die bekommen ungesunde Kohlenhydrate. Es gibt natürlich auch sehr, sehr gesunde Kohlenhydrate, aber ich rede jetzt hier so von Weißmehl und Pasta und sowas alles. Und dann denke ich mir immer so, danke, dass ich meinem Körper jetzt etwas Gutes bestellen kann und den mit Nährstoffen versorgen kann. Beim nächsten Mindset-Tipp habe ich auch wieder selber gemerkt, wie so ein Gedankenwechsel so viel verändern kann. Und zwar ist das weg von diesem Belohnungsdenken. Das kommt auch in dem Video vor. Also unbedingt, auch wenn ich das jetzt schon zum 100. Mal sage, schaut euch bitte die anderen Videos alle an. Nacheinander mit Stift und Zettel in der Hand. Aber dieses Belohnungsdenken, wir haben ganz oft, und das hatte ich früher auch, vielleicht kennst du das ja auch, man hat irgendwie viel gearbeitet, hatte Stress und dann sagt man, boah, heute Abend gönne ich mir eine schöne Pizza und danach einen richtig leckeren Nachtisch mit viel Schokolade. Also wir bringen von klein auf ungesundes Essen mit Belohnung in Verbindung. Das hängt natürlich auch viel mit unserer Erziehung zusammen. Wenn wir irgendwie gute Noten geschrieben haben oder irgendwas erledigt haben, werden wir meistens schon in der Kindheit mit Süßigkeiten belohnt. Das heißt, das ist ganz tief verankert, dass insbesondere Zucker und Süßigkeiten für uns eine Belohnung darstellen. Wenn man es allerdings verinnerlicht, dass das keine Belohnung für einen ist. Im Gegenteil, es schadet unserem Körper, es ist nicht gut für uns. Wenn wir Stress haben, ist das auch für die Stresssituation alles andere als förderlich. Zucker zu essen, es bewirkt sogar genau das Gegenteil. Und das einfach zu verinnerlichen, das hat bei mir so viel geändert. Also ich bin auch in den Supermarkt gegangen, habe mir meine Lieblingssüßigkeiten, also ich liebe zum Beispiel auch Oreo-Kekse, und habe einfach diese Verknüpfung komplett
gebrochen in meinem Kopf. Ne? Also ich bin dann in den Supermarkt gegangen und habe auch geguckt, was ist da drin, was richtet das in meinem Körper an und bin von diesem Belohnungsdenken weggekommen. Und immer, wenn ich jetzt was Süßes esse, was ich natürlich auch ab und an mache ich das auch, aber ich denke dann halt nicht mehr irgendwie, dass ich mich jetzt für irgendwas belohne. Mir ist dann bewusst, Sheila, du schadest gerade deinem Körper. Und ihr könnt euch vielleicht ungefähr vorstellen, wie oft das dann vorkommt, dass man sich bewusst schadet. Nicht mehr so oft. Wenn wir unsere Gedankenmuster ändern, dann können wir auch langfristig etwas verändern. Und das gilt übrigens für alle Lebensbereiche. Ist egal, ob das im Job ist, in der Beziehung, beim Abnehmen. Die Gedankenmuster und die Überzeugungen, die wir haben, die uns nicht gut tun, die müssen verändert werden. Der Ratschlag, der jetzt kommt, ist insbesondere für die, die schon sehr oft Diäten gemacht haben. Ihr müsst euch darüber bewusst werden, welche Schmerzen ihr eurem Körper zuführt, wenn ihr irgendwelche Diäten macht. Irgendwelche Crash-Diäten, nur noch Shakes trinkt, zu wenig esst. Essen ist für den Körper ein Grundbedürfnis, genauso wie auch Schlafen. Wenn wir dem das entziehen, ist das, ich sage es jetzt mal krass gesagt, wie so eine Vergewaltigung am eigenen Körper. Das ist jetzt schon sehr, sehr krass ausgedrückt. Aber ich finde, wenn man sich das so, ich sage jetzt noch mal krass, wenn man sich das so krass vor Augen führt, dann wird einem auch bewusst, was man seinem eigenen Körper einfach antut damit. Denn nur wenn ihr gesund seid und euch gut fühlt, könnt ihr auch eine Bereicherung für euer Umfeld sein, für eure Kinder, für eure Familien. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr einen gesunden Weg findet. Kommen wir zu den letzten zwei Mindset-Tipps. Zum einen, fokussiere dich nicht auf das große Ziel oder nicht nur auf das große Ziel. Was ich damit meine, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorgenommen hat, 15 Kilo abzunehmen, 20 Kilo abzunehmen und immer nur das große Ziel sieht, dann wird der Weg sehr schwermütig. Es kann sehr schnell passieren, dass man die Motivation verliert, wenn vielleicht mal etwas nicht so richtig klappt oder es mal so ein bisschen ins Stocken kommt. Und da ist es wichtig, und das hat mir sehr, sehr geholfen, jeden Tag zu sehen, also sozusagen kleine Baby-Steps. Was kann ich heute tun? Was kann ich in der nächsten Stunde tun, um meinem Körper etwas Gutes zu tun und meinem Ziel näher zu kommen? Also weg, nicht komplett weg, also das große Ziel auch noch so ein bisschen im Hinterköpfchen behalten, aber sonst das nicht mehr so richtig zu fokussieren, sondern jeden Tag als neue Chance zu sehen, näher an das Ziel zu kommen. Ich bin mir sicher, das wird einigen von euch sehr, sehr helfen. Also ich stehe da ganz oft irgendwie in der Küche oder im Supermarkt, wenn ich zum Sport gehe und stehe da und sage, okay, Sheila, was kannst du jetzt in der nächsten Stunde tun, um deinem Ziel näher zu kommen? Und dann entscheide ich mich eher für das Gesunde, ich gehe eher zum Sport, weil ich weiß, dass diese kleinen Baby-Steps mich irgendwann zu meinem großen Ziel bringen werden. Das ist übrigens auch wieder für alle Lebensbereiche hilfreich, auch beim Job. Nicht immer das Große zu sehen, sondern jeden kleinen einzelnen Schritt zu bedenken und vor allen Dingen auch zu genießen, dass man sich das schön gestaltet. Das ist auch noch so eine Sache, das kommt jetzt einfach nochmal als Zusatztipp dazu. Gestaltet euch den Weg schön, dass ihr den genießen könnt. Ne? Es geht nicht um das Ziel, es geht auch um den Weg. Kauft euch schöne Sportklamotten, hört schöne Musik dabei, kauft euch irgendwie schöne Küchengeräte. Ihr sollt Spaß daran haben. Das ist jetzt nicht so wirklich Mindset, das ist mir gerade auch erst eingefallen. Aber das ist, glaube ich, auch noch so ein schöner Tipp. Genießt den Weg. Und jetzt zu dem letzten Mindset-Tipp. Löse dich von dem Wort müssen hin zu einem Dürfen. Das habe ich übrigens auch ausführlich in meinem Motivationsvideo erklärt. Warum es so wichtig ist, dass wir uns von diesem Müssen lösen. Also im Grunde genommen, wir können dankbar sein für jeden Tag, an dem wir aufstehen dürfen, dass wir gesunde Beine haben, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind. Und dann irgendwie zu sagen, oh, ich muss aber heute zum Sport gehen. Ne? Das ist im Grunde genommen sich selbst gegenüber so unfair, weil wir dürfen das. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen mehr Dankbarkeit mit reinnimmt, dann hilft einem das auch enorm, diesen Weg zu genießen und Spaß daran zu finden. Der nächste Bereich, zu dem wir kommen, ist der Bereich Ernährung. Ich denke mal, dass jeder von euch weiß, dass ein Gemüseauflauf gesünder ist als eine Pizza, wie zu Beginn schon gesagt. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, wie wichtig eine gesunde Ernährung für euch ist. Dass ihr viel Gemüse esst, morgens früh ein bisschen Obst, vorzugsweise Beeren. Ich habe übrigens auch meinen ganzen Ernährungsplan aufgenommen, was ich so die ersten 8 Wochen gegessen habe, als ich damals meine Kilos abgenommen habe. Den verlinke ich euch auch. Da ist alles genau erklärt, was ich genau gegessen habe, wie ich getrunken habe, was ich getrunken habe.
habe, wie viel ich getrunken habe, all solche Themen. Genau, also stellt euch das so vor, wenn ihr kein Gemüse esst oder sehr wenig Obst, dann fehlen eurem Körper Nährstoffe. Das ist übrigens auch ganz oft der Grund, warum wir Heißhunger haben. Menschen, die sich zum Beispiel ungesund ernähren, haben das auch deutlich öfter als Menschen, die sich gesund ernähren und ausgewogen, weil dem Körper so viele Nährstoffe fehlen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Eure Zellen, die wollen Magnesium haben, Zink, Vitamin C und dann bekommen die irgendwie nur so eine Pizza, Schokolade. Das heißt, die Bedürfnisse werden überhaupt nicht gestillt. Und dadurch haben wir halt auch ständig wieder Hunger und auch diese Heißhungerattacken. Und das ist nicht unbedingt günstig, wenn man abnehmen will. Deswegen sollte man auch, wenn man abnehmen möchte, darauf achten, dass man gesund und ausgewogen ist und vor allen Dingen dem Körper alle Nährstoffe gibt, die er braucht. Wichtig dabei, also ich achte da immer, wenn ich einen Teller vor mir habe, Mittagessen und Abendessen, dass mindestens die Hälfte davon Gemüse ist und auch nicht irgendwie mit Käse überbacken, sondern entweder gedünstet, gerade wenn man abnehmen will, oder im Ofen, ohne jetzt, dass das Ganze in Öl zerfließt, oder in einer Grillpfanne angerichtet. Wichtig, dass man nicht noch irgendwelche ungesunden Sachen damit reinpackt. Ne? Würzen kann man, ich sage auch immer, Gewürze sind eure Freunde, aber das erkläre ich euch alles in diesem Video hier. Also das auf jeden Fall mit anschauen. So habe ich damals abgenommen. Danach habe ich übrigens wieder ganz langsam gesunde Kohlenhydrate eingebaut. Weil es wird bestimmt den einen oder anderen geben, der sagen, huch, du hast ja komplett alle Kohlenhydrate weggelassen. Das habe ich die erste Zeit gemacht, die ersten, ich glaube, es waren 8 Wochen. Und dann habe ich ganz, ganz langsam wieder gesunde Kohlenhydrate eingebaut. Das habe ich aber wiederum in einem anderen Video nochmal erklärt. Genau, also deswegen achtet darauf, dass ihr vitaminreich und nährstoffreich esst. Das ist so, so wichtig, um gesund abzunehmen. Wenn ihr zum Beispiel auch sagt, ihr macht jetzt irgendwie eine Crash-Diät oder sowas, ne? Ihr fahrt euren Stoffwechsel runter, der Körper geht in einen Kriegszustand und speichert alles ab, was er bekommen kann. Und aus dieser Teufelsfalle wieder rauszukommen, ist sehr, 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 sehr schwer. Deswegen macht es am besten erst gar nicht, fahrt euren Stoffwechsel gar nicht runter. Im Gegenteil, esst sehr, 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 sehr viel Gemüse, also dass der Körper schön viel Volumen bekommt, richtig gut beschäftigt ist, aber halt mit den richtigen Sachen. Behaltet also auf jeden Fall im Kopf und schreibt euch das am besten auch nochmal auf, ist es wichtig, dass ihr genügend esst. Das ist auch nicht widersprüchlich, es ist einfach nur eine gesunde Art abzunehmen. Es ist allerdings ausschlaggebend, was ihr esst. Und da muss Gemüse ein ganz, ganz großer Teil von sein, genauso wie ihr auch Proteine braucht. Ich habe sehr viele in meinem Bekanntenkreis, die haben versucht abzunehmen, haben auch Sport getrieben, haben aber so gut wie keine Proteine gegessen. Wenn ihr auf Proteine verzichtet oder nur sehr wenige esst, werdet ihr Probleme haben, Muskeln aufzubauen. Und die sind dafür da, dass euer Körper Fett verbrennt, dass die Fettverbrennung angekurbelt wird. Und wenn ihr sehr wenig Proteine oder vielleicht sogar gar keine esst, dann kann das euren Abnehmprozess enorm zum Stocken bringen. Deswegen achtet darauf, dass ihr bei jeder Mahlzeit auch Proteine mit dabei habt. Generell kann man auch noch festhalten, dass es sehr sinnvoll ist, Lebensmittel zu sich zu nehmen, die den Blutzucker stabil halten. Je nachdem, was ihr esst, wenn das zum Beispiel irgendwie ein Stück Kuchen ist oder wenn das auch nur so ein kleines Gummibärchen ist oder sowas. Also so Kleinigkeiten können euren Blutzucker schon so richtig schön in die Höhe schießen lassen und dann habt ihr wieder viel mehr Hunger, ihr habt Heißhungerattacken. Deswegen sucht euch Lebensmittel aus, die den Blutzucker schön stabil halten, weil das ist auch noch, also das ist einer der wichtigsten Punkte beim Abnehmen. Achtet bitte, bitte, bitte darauf. Oh Leute, es ist übrigens so kalt hier drin, ey. Ich habe die Heizung angemacht. Ich sitze hier mit einer Decke, da, ne? Und die habe ich auch noch dabei. Aber mir ist trotzdem so kalt, ne? Ich habe eiskalte Hände. Der nächste Ratschlag zum Thema Ernährung. Ernährt euch so natürlich und unverarbeitet wie möglich. So wie uns das Essen von Mutter Natur gegeben wurde. Wenn wir uns mal so ein paar Jahrhunderte zurückversetzen oder in die Tierwelt, da hatte so gut wie nie jemand Gewichtsprobleme oder hat heute in der Tierwelt auch noch niemand. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Im Grunde genommen, wenn man in den Supermarkt geht, man kann sich an der Gemüseabteilung austoben und so einkaufen, dass es so natürlich wie möglich ist. Also wenn ihr meinen Einkaufswagen seht, da ist eigentlich fast alles unverarbeitet drin. Alles, was ich an Verpackungen habe, da gucke ich auch immer hinten drauf, dass da keine versteckten Zuckerfallen sind. Das ist auch nochmal ein Tipp. Bei Lebensmitteln im Supermarkt schaut immer hinten drauf. Wenn da irgendwelche Begriffe draufstehen, die ihr nicht kennt,
Am besten nicht einkaufen oder zusätzliche Zuckerfallen und sowas alles. Schaut darauf, dass ihr so natürlich wie möglich esst. Wenn ihr im Restaurant sitzt, die Karte bekommt, lest die mal durch und dann einfach mal für sich überlegen, was ist jetzt davon am unverarbeitetsten. Wenn man danach geht, und das ist eigentlich so einfach, weil das sind immer Lebensmittel, die also für alle Lebensbereiche gesund sind, ist egal, ob das der Schlaf ist, ob das Stressbewältigung ist, es ist einfach so eine easy Formel, wenn man sich einfach nur dran hält. Deswegen so unverarbeitet wie möglich. Damit tut ihr eurem Körper so was Gutes und ihr müsst euch auch einfach mal denken, was in diesen Fertigprodukten alles drin ist. Zucker macht uns richtig, richtig süchtig. Deswegen ist es auch überall drin. Ist egal, ob im Ketchup, in Schokolade, in Pizza, ist es einfach überall Zucker drin. Und Zucker macht uns so abhängig. Das merkt man übrigens auch mal, wenn man darauf verzichtet. Also wenn ihr abnehmen wollt, gesund abnehmen wollt, werdet ihr darauf wahrscheinlich zwangsläufig verzichten. Und euch wird es auch die ersten Tage nicht gut gehen. Ihr werdet Kopfschmerzen haben. So hatte ich das auch. Ich hatte die ersten Tage höllische Kopfschmerzen. Mir ging es nicht gut. Mir war schwindelig, weil mein Körper einfach auf Entzug war, weil er diesen Zuckerentzug, der hatte damit so zu kämpfen, aber danach fühlt man sich einfach so viel besser. Man ist wieder gesünder und natürlicher und das ist eigentlich der Schlüssel. Und Leute, es ist eigentlich so einfach, ernährt euch einfach gesund und natürlich und unverarbeitet. Das ist im Grunde genommen überhaupt nicht schwer und führt euch einfach immer wieder vor Augen, was in diesen verarbeiteten Sachen drin ist. Das ist also für alles, für euren kompletten Körper ist das so schlecht. Da bestehen ganz viele Zusammenhänge zwischen schweren Krankheiten und einer ungesunden Ernährung. Das hat nämlich auch enorme Auswirkungen auf die Darmflora. Das werde ich euch noch ganz genau in dem Darmgesundheitsvideo erklären. Für jetzt merkt euch, alles, was verarbeitet ist, ist schädlich für euren Körper und nicht gut. Bitte, 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 immer wieder, wenn ihr in den Supermarkt geht, ins Restaurant, denkt daran. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, da muss ich ehrlich gestehen, damit habe ich manchmal selber noch Probleme, langsamer und achtsamer zu essen. Ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, langfristig abzunehmen. Dadurch, dass ihr langsamer esst, werdet ihr schneller satt. Und esst dadurch auch weniger. Und ihr lernt wieder ein bisschen mehr auf euren Körper zu hören. Das haben wir ja sowieso, wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen verlernt. Also einfach so ein bisschen nach der Intuition zu gehen. Ne? Dass man einfach guckt, man isst, legt die Gabel zwischendurch mal ab und schaut auch mal, warum man eigentlich gerade isst. Isst man, weil man Hunger hat? Isst man, weil man gerade irgendwie eine emotional schwierige Situation hat. Also das so ein bisschen in Kombination, dass man so ergründet, warum man gerade isst, auch gerade bei Süßigkeiten. Ich habe das so oft gehabt, wenn ich irgendwie Stress habe, dass ich dann so denke, okay, Süßigkeiten, Süßigkeiten, Süßigkeiten. Und wenn ich dann mal kurz ein- und ausatme und sage, okay, Sheila, warum isst du das jetzt? Isst du das, weil du wirklich Hunger hast oder weil du einfach gerade gestresst bist? Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann lasse ich es auch in der Regel wieder liegen, weil ich einfach weiß, es liegt nicht daran, dass ich Hunger habe. Und mit achtsamer Essen meine ich, sich hinzusetzen, am besten ohne Handy, ohne irgendwie Fernsehen zu gucken und einfach ganz in der Situation zu sein. Das hilft uns, das Essen mehr zu genießen, den Geschmack zu erschmecken, wie das riecht und macht uns insgesamt ein bisschen sensibler für das Thema Essen und gibt uns auch wieder ein bisschen mehr Genuss, weil es ist einfach immer alles, also in unserer Welt ist ja sowieso immer alles sehr, sehr schnell, aber auch das Thema Essen. Wir essen so oft in stressigen Situationen, das heißt, unser Körper bringt mit Essen auch schon Stress in Verbindung. Deswegen ist es so wichtig zu lernen, langsamer zu essen und achtsamer zu essen. Aber wie gesagt, damit habe ich auch noch so ein bisschen meine Problemchen. Ich versuche mich immer daran zu erinnern, weil ich einfach, wenn ich das mal durchgezogen habe, gemerkt habe, was das für einen positiven Effekt auf meinen Körper und auf meinen Geist hat. Und übrigens, schnelles und hastiges Essen kann auch dazu führen, dass ihr so einen Blähbauch bekommt, ne? Dass ihr euch immer so aufgebläht fühlt. Das haben ja auch super viele Frauen und ich zähle auch dazu. Wenn ich schnell esse, kriege ich so eine richtige Babykugel und Bauchschmerzen und das fühlt sich dann überhaupt nicht gut an und tut vielleicht sogar so ein bisschen weh. Deswegen langsam und achtsam essen. Was ich auch noch jedem empfehlen kann, verzichtet auf Leitprodukte. Die sind so voll mit Zusatzstoffen, damit man wieder einen leckeren, in Anführungsstrichen, Geschmack hinbekommt. Also zum Beispiel Leitkäse, Cola Light. Da sind
unfassbar viele Zusatzstoffe drin. Zusatzstoffe, die uns im Körper schaden können, die Krankheiten auslösen können, die für Heißhungerattacken verantwortlich sein können. Also Leitprodukte. Ich schaue mal, ob ich da vielleicht einen schönen Artikel zu finde. Den verlinke ich euch, wenn ich einen finde, unten. Ich hatte da irgendwann mal vor ein paar Monaten einen zugefunden, was die Nachteile von Leitprodukten sind. Also auf jeden Fall, wenn ihr abnehmen wollt, ich kann das wiederum nur aus meinen Erfahrungen berichten, auf Leitprodukte verzichten. Also diese ganzen Leitgetränke, Leitsoßen und sowas alles, alles lieber weglassen. Was bei mir auch noch super, super wichtig ist, mein Essen vorzubereiten und zu planen. Wenn ich kein Essen dabei habe, ist die Gefahr, dass ich mir irgendwas Ungesundes hole und aus meinem Ernährungsplan komme, so groß. Deswegen mein Tipp an euch, bereitet euch eure Basics am besten sonntags, wenn ihr Zeit habt, vor. Sprich Gemüse vorschneiden, vorkochen, Süßkartoffeln, Linsen, also alles, was ihr so an gesunden Sachen vorbereiten könnt. Sonntags vorbereiten, in Tupperdosen packen. Und unter der Woche dann irgendwie nur noch das Stück Lachs dazu packen oder sowas, ne? Was man dann mal schnell in der Pfanne anbrät. Aber dass ihr immer etwas dabei habt. Also ich habe auch so Wärmebehälter. Die habe ich mir damals in meiner Unizeit geholt. Die haben mir so enorm geholfen. Ich habe sonst immer in irgendwelchen Kantinen gegessen und das recht ungesund, ne? Wie so eine Kantine halt ist. Und wenn ihr euch das Essen vorbereitet, das bei der Arbeit dabei habt, wenn ihr irgendwie zum Sport fahrt, dann wird euch das sehr, sehr helfen, weil ihr kommt nicht mehr in diese Situation, dass ihr Hunger bekommt und dann so denkt, okay, boah, ich bin jetzt seit 2 Stunden schon hungrig und ich brauche jetzt unbedingt was zu essen. Und ihr habt vor allen Dingen auch immer was im Kühlschrank. Das heißt, wenn ihr nach Hause kommt, das ist bei mir zum Beispiel auch so, wenn ich ausgehungert nach Hause komme und ich habe nichts da, was irgendwie schon vorgekocht ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht so etwas greife, was nicht ganz so gesund ist, wobei ich da schon darauf achte, dass ich das am besten gar nicht zu Hause habe, ist dann schon recht groß. Und das Gleiche ist halt, wenn man draußen unterwegs ist. Vorbereiten ist das A und O. Da ist mir gerade noch ganz spontan ein anderer Ratschlag eingefallen, bei dem Tipp davor, als ich euch den gesagt habe. Und zwar kauft euch, wenn möglich, gar keine ungesunden Lebensmittel für zu Hause. Dann kommt ihr auch gar nicht erst in die Versuchung. Wenn ihr nichts davon zu Hause habt und dann irgendwie Bock auf Schokolade bekommt, dann müsst ihr euch erstmal irgendwie ins Auto setzen oder zu Fuß dahin gehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das macht, auch nicht mehr so groß. Das kann ich jedem nur empfehlen. Und wenn man irgendwie einen Partner hat, der einen dann nicht unterstützen will, kann man ja vielleicht mal mit dem reden und einem sagen und dem dann sagen, wie wichtig einem das ist. Und bei Kindern, weil ich bekomme immer so viele Nachrichten, irgendwie meine Kinder, die essen lieber ungesund und sowas. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja Pädagogik studiert und das sehe ich auch bei mir im Freundeskreis, bei den Frauen, die Kinder haben, wenn man Kindern das in der Regel erklärt und die mit in die Kochprozesse einbindet, dann funktioniert das meistens auch ganz gut. Wie gesagt, ich bin nicht in jeder Familie drin. Ich will mich da auch gar nicht irgendwie, ne? Ich habe ja selber auch noch keine Kinder. Ich kann euch halt nur davon berichten, was ich halt während meines Studiums erlebt habe und was ich bei mir im Freundeskreis sehe, bei den Eltern, die schon Kinder haben. Die binden ihre Kinder ein, die erklären denen, schau mal, wenn du Gemüse isst, passiert das und das. Wenn du Zucker isst, passiert das und das. Nur als kleiner Ratschlag. Müsst ihr natürlich auch nicht annehmen, wie ihr möchtet. In Sachen Ernährung hat sich bei mir auch bewährt 3 Mahlzeiten am Tag ohne Snacks. Aber auch hier, da ist jeder anders. Ich bin so, sobald ich snacke, ich verliere den Überblick. Dann snacke ich mich den ganzen Tag durch die Gegend, auch wenn es irgendwie gesunde Sachen sind. Deswegen 3 Mahlzeiten kombiniert bei mir mit Intervallfasten ist perfekt. Also gesunde Ernährung, 3 Mahlzeiten und dann 8 Stunden essen und 16 Stunden lang fasten. Das ist für den Körper so gut, auch Intervallfasten ist nicht nur zum Abnehmen gut. Und da habe ich übrigens auch in letzter Zeit sehr, sehr viele Nachrichten bekommen von Frauen, die damit sehr gut abgenommen haben. Es ist nicht nur zum Abnehmen förderlich, sondern auch für eure komplette Gesundheit, für eure Haut, weil der Körper Zeit hat, sich zu reinigen und die ganzen Reinigungsprozesse zu aktivieren. Und wir leben leider in einer Gesellschaft, wo wir ständig und immer essen, am besten noch abends um 10 und dann wieder 8 Stunden später oder um 1 Uhr. Also wir sind eigentlich immer so mit Essen beschäftigt. Und der Körper und vor allem auch der Darm, die haben gar keine Zeit mehr, zur Ruhe zu kommen, sich zu reinigen und sich um die ganzen Heilungsprozesse im Körper zu kümmern. Deswegen, bei mir hat das super funktioniert. 3 Mahlzeiten kombiniert mit Intervallfasten. Zum Intervallfasten habe ich übrigens auch ein ausführliches Video gedreht.
Das seht ihr auch wieder hier und unten in der Infobox verlinkt. Bei beiden Sachen, also bei den drei Mahlzeiten und auch beim Intervallfasten, müsst ihr euch darauf einstellen, wenn ihr vorher viel gesnackt habt, nie so viele Fastenzeiten dazwischen hattet, dass ihr die ersten Tage eventuell auch so ein bisschen damit zu kämpfen habt. Wenn man dann einmal so im Rhythmus drin ist, geht das. Aber wie gesagt, wir haben am Anfang ja auch gesagt, wir machen nicht alles auf einmal, was ich euch heute hier an Tipps gebe, sondern Step by Step. Kleine Baby-Steps. Was mir auch noch wichtig beim Thema Ernährung ist, ich will es eigentlich gar nicht zum Thema Ernährung zählen, aber jetzt gerade zu Jahresbeginn wird man ja wieder voll gespammt mit irgendwelchen Werbungen von irgendwelchen Shakes und Pillen und irgendwie, weiß ich nicht, 10 Kilo in 4 Wochen und sowas. Bitte, bitte, bitte fallt da nicht drauf rein. Die verdienen Milliarden damit, dass sie euch irgendwas verkaufen, euch irgendwelche Hoffnungen verkaufen, euch irgendwelche Traumbodies auf irgendwelchen Shakes verkaufen. Fallt da bitte nicht drauf rein. Ist egal, was die euch versprechen. Es wird dauerhaft nicht funktionieren. Und in der Regel macht ihr damit sogar noch euren Stoffwechsel kaputt und schadet eurem Körper. Also nicht auf diese ganzen Werbeversprechen reinfallen. Der nächste Punkt ist eventuell auch wieder ein bisschen individueller. Bei mir habe ich gemerkt, wenn ich kurz vor dem Schlafengehen esse, nehme ich zu. Selbst wenn es irgendwie was Gesundes ist. Es gibt auch Leute, die können kurz vorm Schlafengehen essen. Bei denen hat das gar keine negativen Auswirkungen. Bei mir ist es so. Deswegen, wenn du irgendwie Probleme hast abzunehmen, versuch mal so 3 bis 4 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr zu essen. Das hat dann nicht nur den Vorteil, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit schneller abnehmen wird. Es hat zudem auch noch den Vorteil, dass die Reinigungsprozesse im Körper besser funktionieren werden über Nacht. Weil sonst ist der Darm die komplette Nacht mit der Ernährung beschäftigt, die zu verdauen. Und der kann sich gar nicht so richtig um die ganzen anderen Sachen kümmern. Deswegen versuch einfach mal so 3 bis 4 Stunden vorm Schlafengehen nichts mehr zu essen. Der nächste Tipp ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, das Gewicht dann später auch zu halten. Und zwar ist das, suche dir gesunde Alternativen. Wir haben ja ganz oft so kleine Rituale und Angewohnheiten, zum Beispiel nach der Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, morgens früh dann irgendwie das Schokobrötchen mit Nutella. Und da ist es sehr wichtig, dass du die Alternativen suchst, gesunde Alternativen, die du sozusagen anstatt dessen essen kannst. Zum Beispiel gesunde Bounties, Bananenbrot, selbstgemachte Müsli-Riegel, selbstgebackenes Brot, da gibt es auch ein Video zu. Also sozusagen, dass du die gesunde Alternativen suchst, die dir Spaß machen. Und versuche auch immer im Restaurant, wenn möglich, die gesündeste Alternative zu wählen. Also ich mache das immer so, wenn ich im Restaurant bin, ich mache das grundsätzlich, das ist auch nochmal ein Tipp, ich schaue mir schon mal vorher im Internet die Karte an und entscheide sozusagen zu Hause schon, was ich esse. Dann komme ich nämlich in dem Restaurant gar nicht so in diesen Konflikt, dass ich eigentlich eher das bestellen will, weil ich Hunger habe, sondern ich habe meine Entscheidung schon vorher im Kopf getroffen. Genau, also das vorher. Dann schaue ich halt auf der Karte, was ist jetzt da die gesündeste Variante, die ich wählen kann? Was ist am wenigsten verarbeitet? Womit kann ich meinem Körper am meisten dienen und ihm was Gutes tun? Und ich glaube, wenn man da so vorgeht, sind auch diese Restaurantsituationen gar nicht mehr so schwer. Was mir auch noch immer sehr geholfen hat, nicht aus meinem Ernährungsrhythmus rauszukommen, gerade wenn ich irgendwo eingeladen bin, auf einen Geburtstag oder so, ist, mich zu Hause mit gesunden Dingen schon mal einigermaßen satt zu essen. Früher habe ich das immer so gemacht, wenn ich irgendwo eingeladen bin, bin ich da meistens hungrig hingegangen und dann habe ich einfach mal das Buffet auseinandergenommen, weil wenn ich Hunger habe, ich kann dann auch nicht einkaufen gehen, weil dann brauche ich einfach, ne, dann denke ich so, boah, ich habe jetzt einfach Hunger, ich will jetzt was essen. Mir hat das enorm geholfen, vorher gesund zu Hause zu essen. Dann isst man vielleicht trotzdem mal irgendwie ein Stück Pizza oder so. Aber gerade auch um das Gewicht später zu halten, ist das so ein Tipp gewesen, der mir enorm geholfen hat. Was ich auch jedem empfehlen kann, sich von diesem Gedanken zu lösen, ach komm, jetzt ist es auch egal. Das kenne ich auch noch von mir, vielleicht kennst du das auch. Früher habe ich immer, wenn ich dann morgens irgendwie ungesund gegessen habe, dann habe ich so gedacht, komm, jetzt ist es auch egal. Jetzt kannst du irgendwie eine Pizza noch essen, abends noch einen Burger mit Pommes, ne? Dann hat man irgendwie mal dieses Denken, wenn man dann schon irgendwie was Ungesundes, Kalorienreiches gegessen hat, dieses, jetzt ist es auch egal. Und da habe ich mir so angewöhnt, mir zu sagen, okay, Sheila, du hast jetzt das und das gegessen, das war jetzt nicht gerade der Idealfall, aber den Rest des Tages, den kannst du noch gesund verbringen und deinem Körper etwas Gutes tun. Nicht, weil du eine Mahlzeit schlecht gegessen hast, ist dadurch der ganze Tag hinüber. Dieses Denken hat bei mir auch sehr, sehr viel verändert und hilft mir auch immer wieder dabei,
wieder sozusagen zurückzufinden zu meinem gesunden Weg. Ich glaube, was bei vielen auch noch der Grund ist, warum sie nicht abnehmen oder Probleme haben abzunehmen, dass sie ihre Kalorien trinken. Das passiert sehr, sehr schnell mit Fruchtsäften, die dann am besten auch noch ein bisschen Gemüse drin haben und dann als sehr gesund verkauft werden, also diese Fertigsäfte. Wenn man sich zu Hause selber einen Gemüsesaft zubereitet mit einem geringen Obstanteil, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Ich spreche gerade von diesen Fertigsäften, ne? Oder überhaupt Säfte. Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Orangen in so einem Glas Orangensaft sind oder in so einer Flasche Orangensaft, so viele Orangen könnten wir nicht essen. Das gleiche gilt für Apfelsaft. Deswegen achtet darauf, eure Kalorien nicht zu trinken. Und gerade bei Säften ist diese Gefahr sehr, sehr groß. Dann esst lieber das richtige Stück Obst, also auf jeden Fall lieber das richtige Stück Obst essen oder das Gemüse so essen, aber nicht in Form von Säften. Also da habt ihr mal ganz schnell ein paar hundert Kalorien drin und habt es überhaupt nicht gemerkt. Der nächste Tipp ist nur etwas für diejenigen, die noch nie eine Essstörung hatten. Und zwar sich die ersten Wochen genau aufzuschreiben, was man isst. Also sozusagen ein Ernährungstagebuch zu führen. Mir hat das damals geholfen, weil ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ich nicht abgenommen habe. Als ich mir aber dann mal aufgeschrieben habe, was ich alles so gegessen habe, ne? Unfassbar. Also dann waren da 1000 Bonbons, ein paar Kaugummis, dann da ein kleiner Snack, dann hier ein kleiner Snack. Und ganz oft eliminieren wir das sozusagen aus unserer Erinnerung und haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und wenn wir das notieren, und zwar jedes Bonbon, jedes Getränk, alles, dann wird uns ganz oft am Abend bewusst, was wir eigentlich alles gegessen haben und dass das vielleicht auch ein bisschen zu viel ist. Aber wie gesagt, das würde ich nur jemandem raten, der nicht irgendwie Probleme mit dem Essen hatte, irgendwie ne, eine Essstörung oder sowas, weil das kann einen auch wieder in so ein falsches Denken reinbringen. Also wenn du kerngesund bist, ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper hast, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Den letzten Tipp habe ich auch unter den Bereich Ernährung gepackt und zwar genügend zu trinken. Das verändert so viel. Man bekommt eine bessere Haut, man nimmt besser ab, man schläft besser. Also ich trinke so im Schnitt zwischen Minimum 2,5 bis 3 Liter. Wenn ich viel Sport treibe, es draußen warm ist, auch deutlich mehr. Aber dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Also ich habe das auch schon mal in einem Video gesagt. Da war das Feedback dann, ja, das ist total ungesund. Man spült damit alle Nährstoffe raus. Ich kann dazu nur sagen, ich gehe regelmäßig zu meinen Check-ups. Meine Blutbilder sind super. Meine Frauenärztin war letztes Mal auch noch komplett begeistert und hat gesagt, sowas habe ich selten gesehen, dass wirklich alle Nährstoffe, die irgendwie getestet worden sind, super sind. Also es gab das Magnesium, Zink, Eisen, Vitamine, also es war alles in meinem Blutbild top. Deswegen, ich vertrage das sehr gut. Wenn man jetzt irgendwie eine Krankheit hat, was mit den Nieren, dann sollte man da schon, also grundsätzlich immer auf den Arzt hören. Mir hat es bis jetzt nie geschadet und ich fühle mich halt sehr, sehr gut, wenn ich viel trinke. Aber wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Aber ich würde jetzt mal so sagen, 2, 2,5 Liter sollten schon drin sein. Kommen wir zum Bereich Bewegung und Sport. Und da ist das Erste, was ich euch empfehlen kann, baut mehr Alltagsbewegung ein. Wir bewegen uns so unfassbar wenig und es wird immer weniger in den letzten Jahrzehnten. Auch wenn wir oft den Eindruck haben, dass wir einen stressigen Alltag haben, unsere Bewegung bleibt auf der Strecke. Wir rennen von Meeting zu Meeting, fahren von Meeting zu Meeting oft auch, nehmen in der Regel den Aufzug. Und wenn man das mal alles mit so einer Uhr trackt oder mit dem Handy, das hier neben mir liegt, ist das teilweise echt erschreckend. Also ich habe damit jetzt vor ein paar Monaten angefangen und ich bewege mich eigentlich schon recht viel, aber ich hatte teilweise Tage, da bin ich 200 Meter gelaufen, obwohl ich den ganzen Tag unterwegs war und ich habe mich am Abend gefragt, das kann doch nicht wahr sein. Deswegen halte das mal so ein bisschen im Blick und so als Richtwert sage ich immer, ich versuche 1 Stunde am Tag spazieren zu gehen oder halt so um die 10.000 bis 12.000 Schritte einzubauen. Ihr könnt euch sehr gerne da mal so eine App runterladen, da gibt es tausende von Apps, oder euch so eine Uhr holen, wenn ihr da keinen Überblick und kein Gefühl für habt. Das kann sehr, sehr helfen, gerade auch so in den Anfängen, um dafür so ein Gefühl zu bekommen und um auch einfach mal zu sehen, wie wenig man sich bewegt. Dann so Kleinigkeiten im Arbeitsalltag mehr Bewegung einzubauen. Sprich, wenn das Telefon klingelt, immer aufzustehen, in Bewegung zu sein, ne?
Das macht schon so viel aus. Oder in der Pause nach dem Essen eine Viertelstunde spazieren zu gehen. Wir vergessen das oft und das kann so krasse Auswirkungen auf den Schlaf haben, auf die Verdauung, auf unser Gewicht. Also versucht so viel normale Alltagsbewegung einzubauen, wie es nur geht. Das ist, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn man einfach mal diese, auch wenn es immer nur wenig Energieverbrauch ist, aber wenn man das einfach mal am Ende zusammenrechnet, wenn man anstatt den Aufzug die Treppen nimmt und sowas halt alles, beim Telefonieren aufsteht, das macht einfach so einen Riesenunterschied. Deswegen bitte achte darauf, dass ihr einfach so viel Bewegung wie möglich einbaut, gerade wenn ihr auch irgendwie einen Bürojob habt oder sowas. Kommen wir mal zum Punkt Training. Also das Training, wo man danach so richtig aus der Puste ist. Punkt 1, plant eure Trainingseinheiten am besten sonntags. Wie eine Verabredung mit euch selbst, als wenn ihr euch irgendwie mit einer Freundin verabreden würdet. Dann haltet ihr euch eher daran. Dienstag 18 Uhr Sport. Freitag 18 Uhr Sport. Donnerstag eine Stunde spazieren gehen. Sonntag irgendwie Krafttraining oder sowas. Aber dass ihr euch das in euren Kalender eintragt. Also Planung ist bei dem Essen sehr, sehr wichtig und auch beim Training. Und ihr werdet da einen, bin mir ziemlich sicher, einen sehr großen Unterschied merken. Weil wenn man nicht plant, dann ist man so, ach ja, dann fahre ich nach der Arbeit noch mal nach Hause. Ach, da ist ja das Sofa. Ach ja, dann gucke ich lieber noch eine Serie oder so. Aber wenn ihr das schon morgens geplant habt, Sportsachen rausgeholt und am besten nach der Arbeit oder nach der Uni oder nach der Schule gar nicht mehr nach Hause fahrt, sondern direkt zum Sport, wenn die Fitnessstudios irgendwann wieder aufhaben, dann werdet ihr euch auch in der Regel an euer Training halten. Und wenn ihr mal das Gefühl habt, ich habe eigentlich keinen Bock, dann fahrt mindestens hin mit dem Gedanken, und wenn es nur 10 Minuten sind, es wird dann meistens sowieso immer ein bisschen länger. Also das ist so ein Tipp, den ich euch beim Training geben kann, um das einzuhalten und effektiv zu trainieren. Übrigens, es gibt auch ein Video zu meiner Sportroutine, ist jetzt hier eingeblendet und auch wieder unten in der Infobox. Was ich euch auch noch als Ratschlag mit an die Hand geben will, trainiert auch nicht zu viel. Ich habe schon Freundinnen und auch insbesondere Kolleginnen gehabt, die haben 6, 7 Tage die Woche jeden Tag 2, 3 Stunden trainiert, 2 Stunden Ausdauer, dann nochmal eine Stunde Krafttraining. Der Körper braucht Zeit, um sich zu erholen. Also sozusagen die Muskeln bauen sich in der Regenerationsphase auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, nicht übertrainieren. Gebt eurem Körper Ruhe und übertreibt es nicht. Das nächste, was ich euch empfehlen kann, und da habe ich auch eine ganze Zeit lang gebraucht, um das zu verstehen, fordere dich beim Training heraus. Was ich damit meine, das erkläre ich auch übrigens in dem Video etwas ausführlicher. Ich habe früher den Crosstrainer geliebt. Ich konnte da 2 Stunden draufstehen und bin da durch die Gegend gelaufen und dachte danach, super Sheila, da muss ich jetzt irgendwann mal was tun. Ich habe das jahrelang gemacht und es hat sich nichts an meinem Körper verändert, bis ich mir selber gesagt habe, okay, vielleicht braucht der Körper einfach eine Veränderung und wieder etwas, was ihn fordert. Deswegen, ich gehe mittlerweile aufs Laufband, ich gehe joggen und ich muss sagen, ich bin eigentlich keine Joggerin und auch jemand nicht unbedingt, der das Laufband mag. Aber ich versuche, meinen Körper so an seine Grenzen zu bringen, dass ich danach so richtig ausgepowert bin und dass ich einfach merke, dass ich in meinem Trainingsplan Herausforderungen für meinen Körper habe und nicht etwas, was gemütlich ist. Und der Crosstrainer war damals gemütlich. Es war gemütlich, mich da 2 Stunden draufzustellen. Selbst wenn ich auf der höchsten Stufe war, das hat meinen Körper einfach nicht mehr gefordert. Also versucht in Form von unterschiedlichen HIIT-Trainings, Ausdauertrainings, Intervalltrainings, Krafttrainings, euren Körper so gut es geht, richtig schön herauszufordern, dass ihr schwitzt, dass ihr danach richtig ausgepowert seid, dass ihr dem einfach unterschiedliche Anreize gebt. Und auch beim Training, wie bei mir in allen anderen Lebenssituationen, gilt das Motto, ich muss nicht, sondern ich darf. Ich darf heute zum Training gehen. Ich darf heute eine Runde joggen gehen. Diese Mindset-Veränderung lässt mich viel mehr Spaß beim Sport haben. Und ich gehe viel motivierter dahin und denke mir so, toll, dass du heute die Gelegenheit hast, da hinzugehen. Wenn ich dann noch ein schönes Outfit anhabe und mich gut fühle, ja, dann freue ich mich richtig darauf. Den nächsten Bereich, den wir besprechen, sind die Hürden bzw. die Herausforderungen. Den ersten Punkt haben wir auch schon kurz angesprochen, und zwar ist das dieser Punkt emotionales Essen. Wenn ihr irgendwie
Süßigkeiten esst oder sowas. Schaut mal bitte darauf, warum ihr esst. Das habe ich ja vorhin auch schon mal erklärt. Also esst ihr wirklich, weil ihr Hunger habt oder weil ihr gerade gestresst seid, traurig seid, euch alleine fühlt? Das ist immer ein sehr guter Punkt, um herauszufinden, was sind die Beweggründe, die dich zum Essen bringen. Weil ich kenne so viele, die sich irgendwie einsam fühlen, traurig sind oder wie gesagt gestresst sind und die dann halt zu Süßigkeiten greifen oder zu Chips. Und das zu ergründen, ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Was mir auch noch sehr geholfen hat, neue Gewohnheiten zu etablieren. Oft hat man ja beispielsweise die Gewohnheit, man sitzt abends vorm Fernseher und man isst immer irgendwie was Süßes oder was Salziges. Und ja, man hat ja, jeder hat ja so seine kleinen eigenen Rituale. Und ich habe jetzt zum Beispiel mal abends, mein Ritual ist es, einen Tee mit Süßholzgeschmack zu trinken. Das ist übrigens der beste Tee der Welt. Der schmeckt so gut. Und da habe ich so ein richtiges Ritual draus gemacht. Das heißt, wenn ihr Angewohnheiten habt, dass ihr zu einer bestimmten Zeit immer irgendwie was Süßes esst oder abends immer oder irgendwie was anderes, dann versucht das durch neue Gewohnheiten bzw. Rituale, dass ihr das sozusagen ersetzt. Das ist sehr wichtig, weil ihr lernt dann, die schlechten Gewohnheiten, also in Anführungsstrichen schlechten Gewohnheiten, abzulegen und neue Gewohnheiten zu etablieren. Weil Gewohnheiten formen unseren Alltag und formen uns auch. Und die loszuwerden, das ist auch gar nicht so einfach. Da kann ich eigentlich auch mal ein Video zu drehen, wie man neue Gewohnheiten am besten etabliert. Was ich euch auch noch von Herzen mit auf den Weg geben möchte: kümmert euch nicht darum, was andere sagen. Ich weiß das selber noch in meiner Phase, als ich abnehmen wollte. Viele haben das irgendwie überhaupt nicht verstanden. Dann kam, ach, so ein Quatsch, du siehst doch gut aus, stell dich irgendwie nicht so an. Bist du schon wieder auf Diät? Wieso isst du denn keine Pizza? Wieso isst du denn keine Pasta? Ach, schon wieder keine Schokolade? Und das hat mich damals so gestresst, dass ich mir irgendwann so blöd vorkam. Und heute sage ich mir so, Leute, ich fühle mich in meinem Körper nicht wohl, wenn mich irgendwie was stört. Ich möchte das ändern. Und wenn ihr meine Freunde seid oder auch die eigene Familie, dann unterstützt mich bitte darin. Und es geht nicht darum, wie ihr etwas empfindet und ob ihr findet, dass das alles so okay ist, wie es ist, sondern es geht darum, wie ich mich fühle. Also es geht darum, wie ihr euch fühlt. Wenn du dich nicht gut fühlst und sagst, okay, und wenn es nur 2 Kilo sind, die du abnehmen willst, da hat niemand anders drüber zu urteilen. Niemand lebt in deinem Körper, niemand fühlt das, was du fühlst. Und wenn du dich unwohl fühlst, dann ist das halt so. Was auch in solchen Situationen gut helfen kann, sich einfach mal mit den jeweiligen Personen zusammenzusetzen und ein ernsthaftes Gespräch zu führen und zu sagen, hey, hör mal zu, ich fühle mich gerade nicht wohl, bitte unterstütz mich. Weil diese ganzen Sätze von wegen, ach, was die Älteste schon wieder und wieso willst du denn abnehmen und sowas, die helfen mir gerade nicht. Ich habe vielleicht nur 2 Kilo zugenommen oder 3, aber Fakt ist, ich fühle mich nicht wohl oder wie viel ihr auch immer zugenommen habt oder abnehmen wollt. Aber euer Umfeld dafür zu sensibilisieren, dass sie euch unterstützen und Rücksicht auf euch nehmen. Und manchmal ist alles nur eine Frage der Kommunikation. Und wenn man das richtig kommuniziert und den Leuten auch erklärt, dann verstehen die das und in der Regel unterstützen sie einen dann auch, weil sie einfach sehen, wie wichtig das einem ist und die haben einen ja auch in der Regel lieb. Und wenn ihr Freunde dabei habt, bei denen ihr merkt, okay, die wollen mir irgendwie nichts Gutes, dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob man sich von denen löst. Weil das bringt ja dann auch nichts. Ne? Man will ja Leute im Umfeld haben, die einen supporten, die einem gut tun. Ja, die einen so richtig gut fühlen lassen und nicht einem irgendwie dieses Feeling geben, dass man irgendwie nicht genug ist, dass man irgendwie die falschen Entscheidungen trifft, sondern man will ein Umfeld haben, was einen gut fühlen lässt. Next Point, Schluss mit Ausreden. Und da war ich immer eine Expertin drin. Im Sommer war es zu heiß zum Sport, im Winter war es zu kalt, dann war ich zu voll gegessen, dann hatte ich zu viel Hunger. Diese Ausreden bringen nichts. Es gibt auch 1000 Ausreden, warum man sich irgendwie nicht gesund ernähren kann. Wenn du dich dabei erwischen solltest, wieder so eine Ausrede dir zurechtzulegen, geh direkt dagegen an und sag, nee, es gibt keine Ausreden, das ziehe ich jetzt durch. Wenn ich das nicht schaffe, was will ich denn dann schaffen? Also wie gesagt, da gibt es auch mal ein tolles Motivationsvideo zu. Also das ist sehr allgemein gehalten. Aber schau da auf jeden Fall mal rein, wie man auch einfach dranbleiben kann und Spaß an der Sache hat und nicht irgendwie ständig nach Ausreden sucht. Weil das kann ja nicht unser Ziel sein. Ne? Zum Schluss möchte ich noch mit euch ein paar allgemeine Tipps besprechen. Zum einen, achtet bitte darauf, dass euer Leben nicht komplett stressig ist.
Stress kann so viele negative Seiten haben. Also abgesehen davon, dass es für die Gesundheit eine absolute Katastrophe ist, kann übermäßiger Stress auch dazu führen, dass wir Probleme haben, abzunehmen. Das hängt unter anderem mit den unterschiedlichen Hormonen zusammen. Könnte ich übrigens auch mal ein Video drüber drehen. Deswegen, es kann sein, auch wenn du ordentlich trainierst, gesund isst, aber wenn du übermäßigen Stress hast, das kann alles blockieren. Ich habe ein Stressbewältigungsvideo, blende ich euch auch ein. Oh Gott, blende ich euch viele Videos ein, ne, ihr Armen. Aber schaut euch die wirklich mal komplett in Gesamtheit an. Ich hoffe, dass da ordentlich viel Mehrwert für euch dabei ist, wenn ihr euch die mal anschaut. Genau, ihr könnt mir auch übrigens gerne ein Feedback hinterlassen, wie ihr die gefunden habt. Genau, also Thema Stress, das wollte ich sagen. Zweiter Punkt, Schlaf. Habe ich selber die Erfahrung gemacht. 2018, glaube ich, war es, Januar. Ich habe trainiert, ich habe gesund gegessen, aber ich habe katastrophal geschlafen. Ich hatte so krasse Schlafstörungen wie noch nie. Ich war so fertig mit der Welt, emotional, und mein Körper hat komplett gestreikt. Der hat kein Gramm abgegeben, und das war für mich der Beleg: Schlaf ist eine der wichtigsten Säulen, die ihr beachten solltet, wenn es um das Thema Abnehmen geht. Nicht nur beim Thema Abnehmen, auch bei allen anderen körperlichen und geistigen, gesundheitlichen Themen. Aber wie gesagt, darum geht es ja heute in diesem Video. Schaut euch auf jeden Fall dazu meinen Schlafguide an. Da ist alles erklärt. Von der Hormonproduktion, wie sich was verhält, was auf was Auswirkungen hat, wie ihr euren Schlaf verbessert. Also achtet bitte, 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 auch wenn es um das Thema Abnehmen geht, auf euren Schlaf. Ihr braucht guten, intensiven und ausreichenden Schlaf. Einfach so, 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 so wichtig. Was ich in Sachen Motivation immer sehr hilfreich finde, sind Vorher-Nachher-Bilder. Fangt mal damit an, in der ersten Woche ein Foto am besten von einer weißen Wand, vorne, hinten und von der Seite und so jede Woche irgendwie freitags oder sonntags immer wieder ein Foto von euch zu schießen. Und dann seht ihr nämlich den Prozess, und das ist unfassbar motivierend. Genauso wie schön ist zu sehen, dass die Hosen wieder passen. Dass man, ja, dass man sich einfach wieder gut fühlt. Also Fotos können einen sehr motivieren. Ein weiterer allgemeiner Tipp: Löse dich von der Waage. Gewicht sagt nichts aus. Ich kenne Personen, die sind beide 1,70, wiegen 55 Kilo, sehen aber komplett unterschiedlich aus. Also das Gewicht ist einfach nichtssagend. Nehmt lieber das Maßband oder guckt nach euren Klamotten, weil letztendlich, man muss immer bedenken, jeder Mensch hat einen anderen Fettanteil im Körper, ist komplett anders zusammengesetzt. Das heißt, daran orientiert ihr euch am besten gar nicht. Wenn es unbedingt sein muss, dann stellt euch maximal einmal pro Woche auf die Waage. Sucht euch einen Tag aus, morgens früh, wenn ihr aufsteht, und wiegt euch dann. Aber orientiert euch daran nicht. Es kann sein, dass ihr an einem Tag mehr getrunken habt und deswegen am nächsten Tag irgendwie ein Kilo mehr Gewicht drauf habt. Und das macht einen verrückt. Also ich habe das früher auch gemacht. Ich habe mich regelmäßig auf die Waage gestellt. Das hat mich einfach verrückt gemacht, ne? Also wie gesagt, maximal einmal pro Woche. Und grundsätzlich, das wisst ihr bestimmt schon, ist es immer ratsamer, langsamer abzunehmen, anstatt so schnell. Deswegen bin ich auch gar kein Freund von irgendwelchen Crash-Diäten. Die Nachteile habe ich euch vorhin schon erklärt. Nehmt lieber langsamer ab und dafür langfristig. Und seid auf gar keinen Fall traurig, wenn es mal stocken sollte. Wenn ihr merkt, okay, es verändert sich jetzt gerade mal ein paar Tage irgendwie nichts, ich habe das gleiche Gewicht behalten, die Hosen werden nicht größer. Der Körper hat immer mal so Phasen, wo er sagt, okay, stopp. Wenn man das aber eigentlich weiterhin durchzieht oder eventuell so ein, zwei kleine Faktoren in der Ernährung oder beim Sport ändert, dass man zum Beispiel wieder irgendwas sucht, was der Körper noch nicht kennt, was für ihn neu ist, dann pendelt sich das ganz schnell wieder ein, dass ihr auch weiterhin abnimmt. Aber so eine Ruhephase, also so eine Phase, in der es stockt, ist ganz normal und auch gar kein Grund, traurig zu sein oder an dir zu zweifeln. Wichtig ist, und das habe ich ja auch schon mal am Anfang gesagt, dass ihr lieb zu euch seid. Ihr habt nur einen Körper, seid gut zu ihm, behandelt ihn wie euren Tempel. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn ihr zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass ihr gesund bleibt, dass ihr all eure Nährstoffe bekommt, dass ihr euch bewegt, dass ihr genügend schlaft, dass ihr nicht übermäßig viel Stress habt, dann kommt das mit dem Abnehmen und die Wunschfigur, die kommt dann auch ganz von alleine. Habt ein bisschen Geduld, seid lieb zu euch
Und ja, ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ich euch Mehrwert bieten konnte. Ich glaube, es ist sehr lang geworden, aber ich wollte euch zu Jahresbeginn einen Rundumüberblick zum Thema Abnehmen geben. So eine Art Leitfaden. In Kombination mit den anderen Videos bin ich der festen Überzeugung, dass das jeder schaffen kann. Also wenn ich das geschafft habe, abzunehmen, dann werdet ihr das auch schaffen. Ihr müsst einfach nur dranbleiben, Spaß an dem Weg haben, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und für euch den richtigen Weg finden, weil jeder Körper ist anders. Probiert aus und schaut einfach, was ihr braucht. Und denkt immer an die positiven Gedanken. Euer Geist bestimmt alles. Euer Handeln und später auch, wie ihr seid und wie ihr euch fühlt. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte, bitte, bitte einen Daumen hoch hinterlassen. Gerne kommentieren. Ihr wisst ja, Engagement und so, ne? Und für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei waren und sich so denken, das Video war ganz cool und hatte Mehrwert für mich, sehr, sehr gerne abonnieren und auf gar keinen Fall vergessen, die Glocke zu aktivieren. Das gilt übrigens auch für die, die den Kanal schon abonniert haben und das noch nicht gemacht haben. Glöckchen aktivieren, damit ihr immer darüber informiert werdet, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich muss mal gucken, was nächste Woche für ein Video kommt. Ja, also bis in 7 Tagen wieder. Oder ihr könnt natürlich auch noch weiter die anderen Videos euch anschauen. Ne? Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Und wie gesagt, immer schön kommentieren. Bye, bye.